Guten Morgen, ich melde mich aus der Klinik aus Marburg. Nee, ihr braucht keine Angst haben, ich bin nicht krank, warum ich schon so früh ein Video mache. Also, ich bin schon krank, aber das ist nicht der Grund, warum ich so früh wach bin, sondern der Grund ist, dass ich heute dann wieder nach Hause darf, endlich. Nach wieder mal Dienstag, Donnerstag, Freitag. Heute ist Freitag, glaube ich. Ja, die Antibiotika. Pyose wird dann umgestellt von Infusion auf Tabletten, deswegen darf ich dann heim. Ich hatte den RSV-Virus, den haben eigentlich nur Säuglinge und eben ich. Und ja, ich habe so ein bisschen, merke ich hier auf der Brust, ein bisschen was, so Husten. Ja, und aber sonst geht es mir eigentlich recht gut, ein bisschen schlapp natürlich noch. Aber sonst, ja, wenn ich daheim bin, muss ich dann mich auf mein Abi konzentrieren, das ich in 3 Wochen schreibe. Und ja, ich denke, sonst geht es soweit gut. Die 4 Tage waren mal wieder interessant. Ich kann euch kurz meine Blickrichtung zeigen. Einmal da. Da hinten ist die Tür, da darf ich aber nicht raus. dann andere Seite. Ist ein Fenster, kann ich aber nicht aufmachen. Und dann hat er vielleicht gerade meine Zinni-Mindestpackung. Guck mal hier, meine Zinni-Mindestpackung, die ist hier offen, ja. Tja, die ist hier oben. Die haben die Idioten einfach falsch rumgedruckt. Witzig, ne? Ja, sonst geht's soweit gut. Ja, ich werde dann geholt. Und ich denke, ich bin so um 2 zu Hause. Ja, muss mich dann noch ein bisschen ausruhen, dass der ganz weggeht und dass ich dann fit bin. Ja, sonst gibt es nichts weiteres zu sagen. Ich hoffe, jetzt kommt der Frühling und ihr steckt den Sand nicht in den Kopf und immer Kopf hoch und Augen zu. Macht's gut. Ciao.